Herzlich willkommen zur Nikolaischen Treppenlesung. Stehst im Bild. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen Künstler hier haben, Henrik Schrat, der sich dran gemacht hat, ein Riesenwerk, Grimms Märchen, neu zu illustrieren, und zwar zeitgenössisch. Mit Bildern, die uns quasi in die Gegenwart versetzen. Also, wenn ich mich richtig erinnere, kann denn so ein Wald schon mal irgendwie ein Hochhausdschungel sein und so. Und das Besondere an diesem dritten Band, wo er heute zeigt, ein paar Bilder zeigt und viel dazu erzählen wird, ist, dass die Zeziliengärten damit drin sind. Und das fanden wir hier ganz besonders spannend. Und deswegen, und da nochmal Dank an Christian von Hoffen, der mich auf Henrik Schrat aufmerksam gemacht hat. Und deswegen ist er heute hier. Und wir freuen uns ganz doll, dass du heute da bist und uns von deinem künstlerischen Werk was erzählen wirst. Ich habe gestern mit einem Verleger zusammengesessen, der aus Wiesbaden, Frankfurt kommt. Und der sagte zu mir: Was? Den hast du da? Ist ja irre. Ein toller Künstler, tolle Bilder. Die Ausstellung in Kassel und Wahnsinn. Bist du da rangekommen? Dann habe ich ihm die Geschichte erzählt. Ihnen wünsche ich heute Abend viel Spaß. Jo, danke. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch mit einem Dank an Christian und Petra gestartet, die das Ganze hier so ein bisschen angezettelt haben. Das ist wirklich großartig, wie das zustande gekommen ist. Ich muss immer schauen, dass ich nicht so viele Geschichten erzähle, aber ich erzähle noch eine. Weil, das ist ja so eine lustige Situation, so geht's jetzt los, geht's nicht los, warten wir noch 10 Minuten. Sie werden es nicht glauben, die Bücher sind noch nicht da. Die Bücher kommen noch. Kommen die jetzt mal, die Bücher? Also der dritte Band sozusagen, der erste und der zweite ist schon da. Ganz klar. Und der eine oder der andere kennt das vielleicht auch schon. Vor 5 Tagen habe ich da eben in Kassel das Projekt vorgestellt und da kam der Mitpodiumsdiskutant nicht. Herr Professor Erhard, der die sogenannte Grimm-Professur in Kassel hat. Ich stelle mich mal hier vorne hin. Ich laufe sowieso immer rum. Und der kam nicht. Und nach einer Viertelstunde haben wir dann, wir fangen an und der kommt dann irgendwann dazu und der kam natürlich gar nicht. Also wie dann am Ende, hat er dann irgendwann in WhatsApp geschrieben an den Direktor, er ist eingeschlafen, weil er Schmerzmittel genommen hatte, weil er vom Dach gefallen war. Ja? Also habe ich dann da das Gespräch auf 1,5 Stunden Schrat auf Autopilot reduziert. Was ich eigentlich, das kann ich, aber das mache ich letztlich ungern. Ich sage das immer am Anfang, es klappt zwar meistens nicht, aber das ist kein vorbereiteter Vortrag. Ja, ich tue nichts anderes, also ich habe das eigentlich alles hier und ich erzähle jetzt irgendwas und gucke, wo ich das Gefühl habe, das passt, und zeige mir noch Bilder dazu. Das heißt im Umkehrschluss, dass ich mich jederzeit freue, wenn Sie mich unterbrechen oder sagen, Schrat, kannst du das Bild nochmal zeigen oder was ist denn das oder so. Ne? Also falls es gelingen sollte, dass das schneller in einen Dialog übergeht als sonst üblich, habe ich nichts dagegen. Sonst rede ich hier vor mich hin. Ja, also nicht vor mich hin, schon unter Einbeziehung der Dinge. Ich komme natürlich auch nicht umhin, auf eine Weise zu starten mit dem Verweis auf den Alter, auf das Alter dieser Buchhandlung. Wie Sie alle wissen, ist das eine sehr alte Buchhandlung. Habe ich das richtig abgespeichert, dass der theoretisch praktische Gründungsdatum bei 1700 steht? 1713. Na, das ist ja 100 Jahre bevor die Grimms die erste Ausgabe veröffentlicht haben. Und da waren die Bücher auch noch nicht da. Da waren die Texte noch lange nicht da. Nee. Und das finde ich schon faszinierend. Und da kann ich vielleicht einen kleinen historischen Bogen machen, wenn Sie das mir gestatten. Und ich frage Sie sowieso nicht an der Stelle. Also, das ist alles verdammt lang her. Passen Sie auf. Reisen wir 100 Schritten zurück. Ne? Wir spulen jetzt einfach mal kurz so ein bisschen die Zeit zurück und ich würde gern 1766 rauskommen. Versuchen wir das mal. Also sagen wir mal 1966, ist alles irre lang her. Ein paar waren schon geboren, ein paar waren noch nicht geboren. 1966, was waren da? England wurde Weltmeister gegen Deutschland. Noch 1966, Kuba-Krise 4 Jahre durch, die 68er im Anrollen, so. Ne?
Jimi Hendrix. Yay. Das passt. 1866. Deutsch-Österreichischer Krieg. Königsgrätz, ne? Schlacht da mit dem ersten, diesem Vorladergewehr. Da, wir rollen aufs Deutsche Reich zu. Industrielle Revolution. Industrielle Revolution ist schon sehr weit vorangeschritten. Und da hat der Christian nämlich, was war das, gesagt, zu der will ich nämlich eigentlich hin. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weit zurückspulen, 1848, die Revolution und so, dann Napoleonische Kriege, es wird immer früher, wir kippen ins 18. Jahrhundert rein, Kant und so, Quatsch, Französische Revolution, 1766. Das ist für mich so ein wichtiges Datum, weil da ist die Spinning Jenny in Aktion getreten. Schon gehört, Spinning Jenny, muss man nicht gehört haben, das ist für mich so ein ganz wichtiger Merkpunkt. Das war die erste mechanische Spinnmaschine. Da kommen die Bücher. Yay! Wunderbar. Naja, so muss das doch sein. Also 1766, Spinning Jenny, die erste mechanische Spinnmaschine, die anfing, das Ganze zu revolutionieren. Die Dampfmaschine gab es schon, Watt hat sie dann revolutioniert. Und das heißt, wir hatten die ersten Manufakturen, die ersten Fabriken, der ganze Quatsch fing an zu klappern und der frühe Kapitalismus nahm so langsam so ein paar auf. Ein paar Jahre später, 30 Jahre später, sollte der Novalis seinen berühmten Satz sagen, wir müssen die Welt wieder romantisieren. Das heißt, das, was dann Marx später als Entfremdung beschrieben hat zum Produktionsprozess, setzte da so ein, ne? Und das ging erstaunlich parallel die ganze Zeit. Auch viele der Romantiker waren ja Naturwissenschaftler. Das eine, das andere nicht ausgeschlossen, trotzdem setzen da so zwei verschiedene Strömungen ein. Und da gibt es noch eine andere kleine Geschichte, die ich da jetzt dran baue. Und dann führt es uns direkt zu den Grimms hin. Keine Angst, ich halte keinen historischen Vortrag. sechs Jahre vor der Spinning Jenny, 1760, ist in England ein Buch rausgekommen. Da sind einige Bücher rausgekommen. Es war der erste große Schwung des Büchermachens und so. Ne? Und das ist eine ganz bemerkenswerte Geschichte. Ossian. Hat jemand wenigstens mal von Ossian was gehört? Ja. Ja, du natürlich. Ja. Eine wirklich bemerkenswerte Sache. Also, sagt ein englischer, schottischer Aufklärer, um Gottes Willen, ein schottischer Aufklärer, und wenn ich mich konzentriere, fällt mir auch der Name ein, Youth Blair, den muss man auch nicht kennen. Und der hat einen Hauslehrer. Und der Hauslehrer war des Gälischen mächtig. Und da hat der Youth Blair zu ihm gesagt, zu seinem Angestellten oder Hauslehrer halt, sag mal, diese Gälischen, hast du nicht so ein paar alte gälische Geschichten, das verlegt sich ganz gut, die Leute mögen sowas und so. Und dann hat der Hauslehrer gesagt, ja, hier habe ich was. Boah, ist gut, da hast du nicht mehr davon. Und woher nehmen? Also hat er sich das ausgedacht. Also hat der Typ sich ein 400 Seiten starkes Epos ausgedacht, das dann veröffentlicht wurde als gefundene gälische Gesänge des Ossian. Ne? Also dem wurde das zugeschrieben, der hat das 3000 Jahre vorher geschrieben, 2000 Jahre vorher. Und ein Raunen ging durch das gesamte intellektuelle Europa. Der Homer des Nordens ist gefunden worden. Ja. Misstrauen kam relativ schnell auf, aber die Woge der Begeisterung brach wirklich durchs gesamte intellektuelle Europa durch. Die Gesänge des Ossian waren the talk of the time. Selbst bei Goethe im Werther taucht es auf. Ja. Alle waren total begeistert. Herder, ich bin ein großer Herder-Fan, hat dann Anfang der 1770er Jahre, um Gottes Willen, aufgerufen, wir brauchen davon mehr, wir müssen solche Sachen sammeln, um eine gewisse Rückversicherung der Vergangenheit gegen das Klappern der Räder hinzukriegen. Oh, kein Signal, ist ein bisschen deprimierend. auch gut. Naja, und die ganze Geschichte hängt damit essentiell zusammen. Herder rief zum Sammeln auf im deutschsprachigen Raum, das war auch in anderen Sprachräumen wurde das gut gemacht. Da gibt es wunderbaren, dieser Aufruf stammt von 1772 und der fiel überall auf fruchtbaren Boden, unter anderem auch bei
Achim von Arnim und Clemens Brentano. Vielleicht schon mal gehört. Und die fingen auch an zu sammeln und veröffentlichten dann 1805 das Knaben Wunderhorn. Eine Sammlung alter Gedichte und Gesänge. Ich will vielleicht reinkommen sehen. Bist du reingeschlichen? Okay, ne? Das Knaben Wunderhorn 1805 erschienen. Achim von Arnim und Clemens Brentano haben das gesammelt. Und die waren dann der Meinung, hey, also wir haben jetzt schon diese ganzen Gedichte gesammelt haben, wir würden eigentlich auch gerne noch diese Sachen, die man Märchen nennt, sammeln. Und da wir viel zu tun haben, haben sie an alle möglichen Leute gefragt, könnt ihr nicht was mitsammeln und so, was euch über den Weg läuft. Und haben unter anderem ihren Freund Savini gefragt, ne? Saviniplatz hier. Und der hatte zwei Studenten. Jetzt komme ich endlich dahin. Der hatte zwei Studenten, die waren noch ganz jung, ne? Die waren so um die 20 rum. Und hat gesagt, ja, die sind super belesen und die sind fit und hat die beiden Wilhelm und Jakob Grimm auf das Sammeln von diesen Texten gehetzt. Und hat gesagt, ja, macht mal die, der berühmte Savini, der war gar nicht so sehr viel älter, aber schon sehr arriviert, der wird das, der sammelt die und der würde sich freuen, wenn er was sammelt. Das haben sie dann auch gemacht und dann zog sich das so ein bisschen. 1809 haben sie dann so eine handschriftlichen Fassungen gemacht und haben sie ihm geschickt, dem Brentano und dem Armin, und dann passierte nichts. Und das waren ja sehr clevere Burschen, die Grimms. Ich muss mal gucken, wie viel wir heute noch über die Grimms reden oder nicht. Das waren wirklich sehr, sehr clevere Burschen, also nicht nur belesen, intellektuelle Genies, das kann man so sagen.